Kick off Sakultura. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Kick off Sakultura, der kulturpolitischen Radiosendung der EG Kick. Mein Name ist Daniel Gönnitzer und in der heutigen Episode geht es um Digitalisierung von Kunst und Kultur. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in allen Bereichen erzwungenermaßen vorangetrieben. Im Kultursektor bot sich der digitale Raum als Alternative an, doch inhaltliche und künstlerische Vorbehalte sowie technische Herausforderungen schreckten viele Kulturtätige davon ab, diesen Weg zu gehen. In der heutigen Radiosendung sollen die Chancen sowie die Herausforderungen für die Umsetzung digitaler Kulturprojekte näher beleuchtet werden. Die IG Kick beschäftigt sich mit diesem Thema schon seit einigen Monaten sehr intensiv. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Kulturinitiativen im digitalen Raum haben wir gemeinsam mit der IG Kultur Burgenland drei Webinare durchgeführt. Das erste trug den Titel Do It Yourself Podcast. Anleitung für Podcasts und Audioformate. Das zweite, Do-It-Yourself Streaming, Anleitung für Streaming und Videoformate. Und im dritten Webinar wurden schließlich Best-Practice-Beispiele von digitalen Produktionen vorgestellt. Die vierte und letzte Veranstaltung der Reihe war eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Kunst im Netz, die am 3. November um 18 Uhr auf der Alpen Adria Universität sowie bei Livestream über die IG Kick Website stattfand. Alle Infos zur Reihe und zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr auch auf der Homepage der IG Kick. Bevor ich gleich noch genauer auf die Podiumsdiskussion eingehe, erstmal etwas Musik. Auch hier habe ich ein paar passende Songs zum Thema gefunden. Die deutsche Postpunk-Band Die Nerven behandeln beispielsweise in ihrem Song iPhone Auswirkungen von Digitalisierung und sozialen Medien. Im Interview mit Deutschlandfunk erklärt Max Rieger, Sänger und Gitarrist der Band, worum es in dem Song eigentlich geht. Ich glaube, ich habe mit dem Text versucht, so eine Art Paranoia, die ich habe, so ein bisschen zu kontextualisieren, die irgendwie mit dem Digitalen in Verbindung steht. Weil ich habe manchmal den Eindruck, es ist wie eine zusätzliche Dimension, die durch das Digitale dazugekommen ist. Einfach eine neue Ebene von nicht nur Kommunikation, sondern auch von Wahrnehmung, die viel tiefer ins Leben eingreift, als man das vielleicht möchte. Oder als man sich das vielleicht zugestehen will. Also es gibt dieses Drinnen und dieses Draußen nicht mehr. Es gibt bloß noch etwas Verwobenes. In der Podiumsdiskussion, die am 3. November stattfand, fragte die IG Kick verschiedene Akteurinnen der freien Szene, wohin der Weg der Digitalisierung für Kulturinitiativen führt. Anschließend an die drei Webinare der Veranstaltungsreihe Kulturinitiativen im digitalen Raum wurde in der vierten und letzten Veranstaltung dieser Reihe der Diskurs über die Beziehung zwischen Digitalisierung und Kultur noch einmal vertieft und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften der Alpen Adria Universität Klagenfurt statt und die Moderation übernahm Matthias Wisser. Die Diskutantinnen waren Katrin Akal-Konstantin, Martin Duella, Lale Radgar-Kiadara und Lydia Krinzer-Radojevic. Sowie bei Video-Statement zugeschalten war Alexandra Manske. Mit zwei der Diskutantinnen habe ich mich online nochmal getroffen und über die Potenziale und Gefahren der Digitalisierung gesprochen. Martin Duella, Theatermacher, Autor und Kulturarbeiter, hat dabei vor allem die positiven und potenzialreichen Aspekte von Digitalisierung für Kunst und Kultur betont. Digitalisierung ist ja in den letzten eineinhalb Jahren ein riesiges Thema gewesen und eigentlich war es aber auch schon lange davor eins und es wird sicher auch noch weiter so bleiben und zunehmend werden. Die technischen Möglichkeiten bringen nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem auch Chancen, wenn man es positiv sehen möchte. Also ich mache mir als jemand, der primär im Theaterkontext arbeitet, zum Beispiel wenig Sorgen um das Medium an sich, also um die ZuschauerInnen. Denn Theater lebt ja primär davon, dass Menschen sich zur gleichen Zeit an einem Ort treffen und begegnen. Und das muss ja nicht unbedingt klassisches Schauspieltheater sein, aber grundsätzlich glaube ich, dass Theater, wie wir es kennen, immer bestehen wird und dass danach auch eine gewisse Art von Sehnsucht da ist.
Und gleichzeitig sehe ich da aber natürlich die Möglichkeiten der Erweiterung in den digitalen Raum, weil man damit auch neue ZuschauerInnen irgendwie erreichen kann und auch seinen Wirkungskreis erweitert. Also wenn ich eine Theatervorstellung live ins Internet streame, kann es auch von ZuschauerInnen verfolgt werden, die aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie schlichtweg an einem Ort leben und also nicht in der Vorstellung sitzen können, erlebt werden. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie im Theater zu sitzen. Und das setzt das Theatererlebnis auch in keiner Art. Aber es ist eine Ergänzung und genau diese Ergänzung finde ich gut und darin sehe ich das Potenzial. Und vielleicht erreicht man auch ein jüngeres Publikum damit. Auch das ist eigentlich, finde ich, super. Und gerade fürs Theater ist ein junges Publikum zu erreichen dringend notwendig. Es ermöglicht einen neuen Zugang, einen, der vielleicht niederschwelliger oder demokratischer ist. Und das mag vielleicht an meiner Verklärung liegen. Es nimmt alle Teilnehmenden mit und alle teilen den gleichen Blick, weil die Unterscheidung von Plätzen nicht mehr da ist. Die Digitalisierung erlaubt auch einen Austausch in beide Richtungen. Also wenn man mit dem Publikum ins Gespräch kommen kann, über Kommentare, Chats oder die Einbindung von Videokonferenzen auf der Bühne, da stehen wir sicher noch ziemlich am Anfang, aber die Digitalisierung kann das Theater als Ort des Diskurses, wenn man es so sehen möchte, sicher noch weiter anregen und eben auch das Theater über das kommunale Wirken hinaus noch befruchten. Also ich bin da nicht wirklich sehr kulturpessimistisch und stehe erstmal eher gespannt vor dem Neuen und bin auch selber daran interessiert, das selber etwas auszuprobieren. Im letzten Jahr haben wir wahnsinnig viele Theaterproduktionen anschauen können, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und das fand ich persönlich großartig, weil es auch interessant war, zwischen Produktionen aus, keine Ahnung, zum Beispiel Hamburg oder der Schweiz, den verschiedenen Bühnensprachen und künstlerischen Handschriften hin und her zu switchen und es mitzuerleben. Und das eben nicht nur von großen Häusern. Dadurch, dass die Mittel zur Umsetzung von Digitalisierungskonzepten oder von Digitalisierung beziehungsweise der Überführung in den digitalen Raum schon eigentlich für alle leistbar sind, habe ich auch relativ viel Produktionen sehen können von kleinen Bühnen oder von freien Gruppen. Ja, es gibt mittlerweile eine große und sehr einfallsreiche Breite, wie Theater aus dem Theaterraum in einen anderen Raum und Rahmen überführt werden. Die Berliner Volksbühne hat zum Beispiel ein Stück mit einer 360-Grad-Kamera gemacht oder gespielt, die mitten auf der Bühne stand und als Zuschauerin vor dem Screen war man so quasi mittendrin und konnte sich quasi umsehen zu den Sprechenden oder auch zu den Vorgängen, die nebenbei stattfinden und das hat relativ gut funktioniert. Als Zuschauer hat man da dann eine relativ aktive Rolle, weil man seinen Blick dann auch noch selber lenken kann und auch quasi in das, was konsumiert wird, was gesehen wird, irgendwie eingreifen kann und selber auswählt. Dann habe ich Theaterfilmumsetzungen gesehen von abgesagten Vorstellungen, die mit relativ großem Aufwand im Bühnenbild gedreht wurden oder dann quasi das Theater gesprengt haben. Ich habe ein Lesetheater miterlebt, wo man zu einer fixen Zeit eine Geschichte erlebte und irgendwie davon ausging, hat können, dass an anderen Orten auch gerade andere das Gleiche tun. Also, keine Ahnung, das war so, man hat Handlungsanweisungen bekommen, man saß in der Küche und über die Handlungsanweisungen hat man Licht aus- oder einschalten müssen oder irgendwie einen speziellen Audio-Track einspielen müssen. Und in dem Format wurde man irgendwie auch selbst so zum Handeln und Darsteller in einem Stück, das man quasi auch selber aktiv mitgestaltet. Das ist natürlich auch ganz was anderes als Theater, aber es fand ich eine sehr schöne Idee und sehr schöne Erweiterung davon. Bei vielen Formaten gab es dann natürlich Vor- und Nachgespräche, wo man dann auch mit den
Künstlerinnen und den ZuschauerInnen ins Gespräch kommen konnte. Auch das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung und auch Erweiterung. Und aus der Praxis kann ich sagen, auch das Internet ist ja eher so verschrien als der Ort, wo alles gratis ist oder gratis sein muss. Und bei den Dingen, die wir letztes Jahr umgesetzt haben, war es aber so, dass man gemerkt hat, das Publikum ist absolut dazu bereit, auch zu zahlen. Also wir hatten eine Zeit, wo man eben nicht vor Publikum spielen konnte und keine ZuschauerInnen im Theater erlaubt waren. Live gestreamte Vorstellungen, die fast eine doppelt ausgelastete Theatervorstellung bedeutet hätten. Bevor ich nun noch zum Statement von Lydia Krinzer-Radojevic komme, möchte ich euch noch einen weiteren Song vorspielen. Die in Klagenfurt-Zellerwetz geborene Sängerin und Multiinstrumentalistin Anna Anderloh präsentiert uns in ihrem Song Let Go und dem dazugehörigen Video eine radikale Form von Digital Detox. Im poetischen Video steckt sie ihr Handy zuerst in die Gartenerde, um es anschließend mit einer Erdbrühe zu vermengen und schlussendlich zu zerhacken. Im Interview mit Mika spricht Anderloh über ihren eigenen Umgang mit Smartphones sowie deren gesellschaftlichen Auswirkungen. Mich beschäftigt nicht nur mein eigener Umgang damit, sondern vielmehr, was der Missbrauch dieser Technik mit unserer Gesellschaft macht. Ich sage auch bewusst Missbrauch dieser Technik, weil ich generell eine Befürworterin von technischem Fortschritt bin und mein Problem damit eher ist, dass aus einem per se nützlichen Gerät ein süchtig machender, krank machender Mini-Glücksspielautomat gemacht wurde, nur damit dadurch noch mehr unnötiger Müll verkauft wird. Lydia Krinzer-Radojevic ist Kulturanthropologin, Geschäftsführerin der IG Kultur Steiermark und Vorstandsmitglied der IG Kultur Österreich. Ich habe vorab ein kurzes Interview mit ihr geführt, in dem sie vor allem auf die gefährlichen und problematischen Auswirkungen der Digitalisierung von Kunst und Kultur eingeht. Ja, hallo Dani, danke für die Einladung. Ja, eine Seite ist, dass die Digitalisierung, irgendwie das Bedürfnis nach Digitalisierung wurde durch Corona sicher beschleunigt. Ne? Das, die Frage war schon länger, ne? Wie eigentlich zu digitalisieren und was heißt das für Kulturbereich etc. Ne? Jetzt, ich spreche hier als IG Kultur natürlich wir beschäftigen uns sehr viel mit Rahmenbedingungen. Und das ist die Frage auch bei digitalen Raum, ne? Dass wir müssen denken, auch welche Rahmenbedingungen haben wir in diesem Raum. Es ist kein öffentlicher Raum in den Sinnen von Gestaltung. Wir wissen, dass digitaler Raum ist meistens von Privatkonzernen durchgeführt. Das heißt teilweise für die Produzentinnen heißt das, dass es gibt eine sehr starke Konkurrenz. Jede Konkurrenz widerspiegelt sich natürlich in Löhne, Gehälter, ne, heißt Dumping Prices. Teilweise auch, wenn wir denken über Formate, ne, wir wissen, dass dieser Raum wurde entwickelt für Konsum. Heißt, dass es gibt eine gewisse Formaten, die eigentlich dienen dazu, ne, dass die Leute klicken, dass sie schauen. Was mir letztes Mal auch die Kollegin, die sie sich mit Tanz viel beschäftigt, ne, ist eigentlich das Raum ist ohne Körper, ohne körperliche ohne körperliches Zugang und das macht auch anders. Deshalb es ist digitaler Raum ist sicher eine Möglichkeit, ein Fenster, der sicher von Kunst und Kultur bespielt sollte. Aber ich glaube, hier müssen wir immer sehr realistisch und vorsichtig dazu gehen, weil
weil es war besonders für die freie Szene. Freie Szene war immer, historisch hat sich entwickelt, als etwas Experimentelles, als etwas, was kritisch ist, was eine Herausforderung für die Existierende ist. Und deshalb auch historisch war auch die freie Szene reingenommen in System von Förderungen, ne? Weil es geht darum, ne? Weil eine kleine Verteilung, Arbeitsverteilung, ne? Labor Division, ne? Im Kulturbereich, dass die freie Szene produziert diese Innovation, Experiment, ne? Die Kulturinstitutionen, öffentliche große Institutionen irgendwie führen das, was war ungewöhnlich war in freier Szene, in irgendwie etablieren als ein Mainstream, ne? Und Kulturindustrie, ne? Nimmt das als Umsätze zu machen. Ne? Jetzt im digitalen Raum haben wir eine gedrehte Situation, ne? Dass eigentlich, ne, digitaler Raum wurde von Kulturindustrie. Wir sollen nicht vergessen, dass eigentlich, ne, IT-Sektor, Creative IT-Sektor ist ein sehr stark profitorientierter Sektor und auch ein sehr starker Sektor, wenn wir reden über, über Kulturökonomie auch. Und er diktiert auch, ne, was ist in, was ist out, was ist erlaubt, wie dieses Raum gestaltet ist. Ne? Deshalb, ich würde sagen, dass ja, die öffentliche Hand hat sich auch bekannt gegeben, dass sie wollen Digitalisierung, haben sehr viele, einige Förderungen dazu gestellt. Aber wir müssen hier sehr vorsichtig und teilweise auch kritisch diesen Raum betreten auch, ne? Weil ja, es bietet viele Möglichkeiten, aber wir müssen wissen, dass es bringt auch, ne, auch in Formaten, ne, gewisse, wir wissen, dass jede kapitalistische Produktion bringt eine Standardisierung auch, ne, die zerstört auch die Kreativität. Deshalb, ich glaube, es ist eine dialektische auch Situation, ne, dass man muss das in Kopf halten. Wohin der Weg der Digitalisierung für Kulturinitiativen nun wirklich führt, ist noch nicht entschieden. Deshalb ist es meiner Ansicht nach auch umso wichtiger, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen und es von vielen verschiedenen Seiten zu betrachten. In den Statements von Martin und Lydia wurden viele wichtige Aspekte angesprochen, die deutlich machen, dass die Digitalisierung von Kunst und Kultur weder einfach als gut noch einfach als schlecht beurteilt werden kann, sondern dass es vor allem auch darauf ankommt, wie wir als Kulturtätige, Künstlerinnen oder auch Kulturinteressierte mit den neuen technischen Entwicklungen umgehen. In der heutigen Sendung konnte ich nur ein paar Schlaglichter auf dieses große Thema werfen, aber zum Abschluss möchte ich euch noch etwas Musik vorspielen. Und zwar von der aus Klagenfurt-Zellerwetz stammenden Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Christina Lesiak, die auch Mitarbeiterin bei der EG Kultur Steiermark ist und die unter dem Namen The Laughing Animal im Oktober 2021 ihr erstes Soloalbum All Pieces Afloat and Ashore released hat. Hier kommt The Laughing Animal mit Soaked.